Ein herzliches Willkommen und hallo zu einer weiteren Let's Play The Technomancer. Ich bin es, euer MC Mafix. Wir speichern mal, wir haben schon mindestens 5 Minuten immer gespeichert. Oh mein Gott. Ja, ihr kennt es ja, hier könnte uns ja jeder Gegner anhüpfen und wir könnten instant sterben. Ist alles schon vorgekommen. Deswegen speichern wir erstmal. Oh, 18 Stunden, Mann, ihr seht ja gut, Mann. Wir sind hier gerade in der Börse, waren wir auch schon lange nicht mehr, seitdem wir hier gejagt werden. Haben beim letzten Mal hier unter anderem den Mutanten die Hilfe zugesichert und ihnen ein wenig Sprengstoff gegeben, damit sie fliehen können. Wir wollen immer noch Victor diskreditieren und das machen wir jetzt, indem wir hier zu einem Vertreter der Kirchenversammlung gehen und ihnen sagen, dass der Victor doch ein wenig mehr die Relikte hier für sich beansprucht, als sie dem Volk zu geben. Und ich hoffe, damit können wir was erreichen. Greetings, Mr. Law. I know you're a religious man, and from one man of faith to another, I wanted to give you these relics, and this message. Relics? Where did you recover these? Some friends and I overheard several ASC soldiers. They were going to deliver these relics to Victor for his personal use. We were outraged by their sins. So as they made their way to the colonel, we stopped their blasphemy from going any further. We attacked them, and recovered these relics. How despicable! Colonel Victor must be corrected if he feels he could desecrate our relics. Anyway, you showed great bravery, young man. We need more heroes like you. The Shadow won't forget you. I am sure of it. I'll return the relics to the People's House right away. And like all of us, the Colonel will pay for his sins. I'll tell my friends. Victor will receive our support no longer. Thank you, Mr. Law. I'm so glad I did the right thing. Aha, und damit haben wir schon unser erstes großes Ziel erreicht. So, 4 von 5 Stimmen haben wir schon gegen ihn. Jetzt müssen wir eigentlich nur zur Major Elise, da werden wir jetzt hingehen. Dafür marschieren wir hier in den Untergrund. Geht zurück zur verschollenen Kuppel, okay, das ist wurscht. Slums, auch wurscht. Wir werden, dafür müssen wir aber wieder hier hingehen. Was gibt's hier? Das ASC-Hauptquartier und dann die Beweise, okay. Ich versuche jetzt möglichst Stealthy hier. Ah, scheiß auf Stealth, Mann. Gibt's hier einen Weg? Ich bin ein Geist, keiner sieht mich. Stealth, 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 stealth. Zack. Bam, 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 bam. So, stealth pur natürlich. Ey, ich bin ausgewichen, Mann. Wieso wurde ich geschlagen, Mann? So. Alter. Alter. Maxl, was ist mit der Lo schon wieder? Hüpfen und hüpfen und hüpfen und hüpfen. Ich versuche jetzt einfach wegzuhüpfen und in der Hoffnung liegt die Kraft, dass die mich einfach vergessen. Ich stelle mich jetzt mal ganz entspannt hin. Ha! Es hat geklappt. Sehr gut. Scheiße. Aber egal, ihr seht es, Gott ist dafür wieder aufgestanden und es sind nur noch 2 Gegner. Ich will sie ja gar nicht bekämpfen, Mann. Weil ich will jetzt noch zu Major Elise gehen, damit wir von ihr noch die Unterstützung erhalten. Und wenn wir das geschafft haben... Da. So, dann... Alter, hör auf da. Junge. Ey. Was ist denn mit dem los, Mann? Ich hasse Schildtypen, Mann. Die werden viel zu viel ab. So, ich sollte eigentlich dein blödes Blut hier aussaugen. So, Serum, Mann. Ich sollte ein ganzes Serum aussaugen. Also, wir werden jetzt noch kurz zum Major Elise gehen. Dafür müssen wir in den Untergrund. Und zwar zum Importierbereich. Oh, da werden gleich wieder 20 Gegner von spawnen. Nee, ich hasse es so sehr, glaubt mir das, Mann. Ich hasse es so sehr, Mann. Dieses blöde Gegner-Spawnen, Mann. So, und ich kann mir niemand die Angst helfen, weil immer direkt, wenn ich hier auftauche, sagt: Hey Leute, ich bin's, der MC Mafix. Moin, moin. Obwohl, muss ich gerade überlegen, ist der Untergrund, ist der ganz unten, oder? Ach, scheiße, der ist ganz unten. Ja, okay, dann müssen wir uns noch eine Ladezeit antun. Und zwar nun zum Untergrund. Weil jetzt müssen wir natürlich unseren berühmten Stealth-Weg wieder gehen, wo alle Gegner schon wieder nachgespawnt sind, weil wir sind ja mindestens schon 10 Minuten in der Stadt. Und ja, ihr kennt das Spielchen ja so. Stealth mal, Stealth, 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 Stealth. Okay. Ich meine, ich könnte jetzt versuchen, an die Gegner vorbeizulaufen, aber... Richtig lohnen würde sich das jetzt leider auch nicht. So, erstmal auf den. Alter, ihr nervt. So. Doch, gegenseitiger Tritt einfach. Der sah cool aus. So. So. Schildtypen oder Schusswaffentypen? Welche sind nerviger? Eine gute Frage, Mann. Ich würde fast aktuell sagen Schildtypen, Mann.
Weil früher hatte ich das Gefühl nicht, dass die so schlimm waren, aber aktuell sind sie so ultra nervig. So. Weg. Ich habe echt nicht mal mehr Lust, die Gegner zu looten, Mann. Das Einzige, was ich in diesem... Nein! Was ich brauche, sind Injektionen, Mann. Und wenn ich sie nicht gerade für meine Kollegen rausschmeiße, was ich... Hey, dieses Upgrade hätte ich niemals machen sollen, Mann. Das ist das Blödeste überhaupt, Mann. Was will ich meine Kameraden heilen, Mann? Die sollen sich selber heilen, Mann. Die sollen mich heilen, Leute. Okay, hier geht's hoch. In der Hoffnung, dass wir nicht krepieren, wenn wir hier hochgehen. Obwohl... Die Frage ist... Na, okay, ich kann hier nicht hin. Weil die Frage wäre, wenn wir hier lang gehen würden und hier Andrew dabei hätten, ob wir es uns vielleicht ein bisschen leichter machen könnten. Aber viel leichter willst du es auch nicht machen. So, Einbrecher. Yeah! Cool. Freue mich. So, über sowas freue ich mich immer. So, hier ist eine Tür, das ist schon mal gut. Dann muss ich nicht noch extra speichern. Jetzt steht nochmal ein großer Kampf vor uns. Weil hier haben wir auch gelernt, wir können ja hier nicht fliehen. Und hier sind echt schwere Gegner, Mann. Und das ist so nervig. Es ist besonders auch so unnütz einfach. Weil diese Gegner wir zu ungefähr 30. Mal bekämpfen, ne? Das seit ungefähr seit dem dritten Mal eigentlich schon keinen Spaß mehr macht. So. Genau wegen dir, Klopskerl. So. Schön ausgewichen. Und jetzt. Tornado of Death! Ich sehe nichts. So, kurz mal eine Injektion. Okay, keine Injektion, dann halt nicht. So. Unser Rage-Modi, unser guter altbekannter Mann. Ein Schlag und wir sind tot, wo ich nochmal angemerkt habe. So, wer lebt noch? Scott. Scott könnte mich heilen, wenn er Bock hat. Alter, Scott heilt sich einfach selbst. Ich werde es geht auf unsere Injektionsnadel. Injektionsnadel. So. Boah! Schildtypen zu bekämpfen macht keinen Spaß, Mann. So, jetzt liegt er aber am Boden und das war's. Bam, 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 bam und weg. So. Gut, MLR, steh wieder auf, Mädel. Braucht dich zwei nicht, aber wurscht. Ich hoffe, das waren alle. Ich hasse diese Ebene, Mann. Das ist die schlimmste Ebene überhaupt, Mann. Aber okay, jetzt haben wir das auch geschafft. Und das wird jetzt auch wahrscheinlich das letzte Mal sein, wo wir diesen Weg marschiert sind. Denn mit ein wenig Glück müssen wir nie wieder hier hochlaufen. Jetzt laufen wir einmal noch zu guten Mädels. Sagen ihr Servus, danke mal ins ASC-Lager. Und wenn ich da noch einmal hin muss, Mann, dann... Leute, Mann, dann sieht schlecht mit der Technomancer aus. Es macht echt keinen Spaß, Mann. Immer die gleichen Gegner besiegen, immer an derselben Stelle, weil sie einfach alle 5 Minuten nachspawnen. Weniger als 5 Minuten. Ich gehe einmal wirklich nur im Untergrund selbst. Und sonst sind wir wieder nachgespawnt, Mann. Unmöglich gibt es... Wir haben da in dieser Stelle, haben wir wahrscheinlich schon mehr Menschen besiegt, als es überhaupt noch auf dem ganzen Mars gibt. Das ist meine hier wirklich Theorie, Mann. Weil... Wie oft haben wir diesen Kampf schon gemacht? 30 Mal? In jedem Part machen wir das noch mindestens 3 Mal. Ich sag ja, spielen wir um 10 Stunden kürzer. Captain, good to see you. You hear the rumor about Aurora's dowser? Dismissed? Of course. We have a general who's dying to hear if it's true. It would open a door to recover what was taken from us. Tell your general he can stop dying then. I took a tablet from an Aurora messenger. Confirmed everything. Where Victor failed, you succeeded. And it is exactly what our military commanders will think. The Colonel's going to have trouble keeping support in the assembly with that out there. Well done, Lieutenant. Und damit sieht so aus, als hätten wir hier genug Argumente gegen den guten Victor. Jetzt müssen wir hier nochmal Gegner besiegen. Und dann gehen wir in das ASC-Hauptquartier einmal noch. Ich hätte eigentlich zwar sehr gerne meine Party geändert, weil, achso, es sind beides Gegner. Das sehe ich erst gerade. Ich hatte mal die Hoffnung, dass ich Teamkollegen habe. Rage Mount! Boom. So. Und besiegt. Gut. Steck mal ein. Darf ich einstecken? Okay, darf ich nicht. Keine Ahnung, wo am Ende hin. Ja, leg dich. Ja, legen wir uns einfach mit allen Gegnern. Haben wir sie auch nicht, Mann. Müssen wir zwar eigentlich gar nicht besiegen.
Aber egal, besiegen, kämpfen wir halt, gell? Du musst die ja nicht besiegen, Amalie. Du legst sie einfach nach einer Weile wieder hin und bist tot. Der Max macht das schon, gell? Hüppala. Ich hoffe immer, bis ich den Klopskerl besiegt habe. Was jetzt der Fall ist. So. Greift mich keiner von diesen blöden Schützen an. So. Sehr gut. So, gleich nochmal. Bam. Jetzt liegt er am Boden und dann war's das. So. Emelia, weh, du läufst noch einmal so doof vor, Mann. Ich will keine Gegner besiegen, Mann. Ich kann nicht auf die alle verzichten, Mann. Wegen was mache ich das noch? Erfahrung, Mann? Ich habe alle wichtigen Skills upgegradet und inzwischen brauche ich eh keine Skills mehr. Was können wir denn bitte noch upgraden? So. Machen wir mal unser tolles Level up, was man damit machen kann. Ja, Kämpfer haben wir voll, das heißt, wir können eh nur noch auf Technomancer Skill gehen. Erhöht Flüssigkeitsregeneration um 20. Jetzt man setzt sich den ein, alle 20 Kämpfe einmal, oder? Ja gut, also hier ist der geheime Eingang. Dann marschieren wir doch mal rein, oder? So, und wir müssten den Sohn des Richters finden. Stimmt, stimmt. Es war beim letzten Mal auch eine wichtige Sache. Und finde Kleidung gegen die Kälte am Polarpol, weil wir natürlich dorthin gehen müssen, um den wichtigen Sende zu finden. Und das schaffen wir zwar mit unserem coolen Rover, aber wenn wir dort erfrieren, dann hilft es uns auch nicht allzu viel. Deswegen looten wir alles, was sich hier irgendwie finden lässt. Und so wie es aussieht, gibt es da einen Weg, der direkt irgendwie wieder in den Untergrund führt. Oder so sehe ich das jetzt. Untergeschoss, okay, da ist der Sohn. Und irgendwo gibt es einen Weg. Was ist das da? Achso, das sind wir. Achso, nee, das ist einfach nur unser Weg. Ja, okay. Oh, Leute, Mann, ich sehe schon, das wird nicht leicht werden. Alles andere als leicht wird das werden. Jetzt hätten wir echt das Stealth-Upgrade mal gebraucht. Weil das wird jetzt so laufen. Selbst hätten wir den jetzt weggestellt. Aua. Hätten wir den jetzt weggestellt. Es wäre trotzdem so gewesen, dass uns jeder Gegner dann... Nee. Okay, das irritiert mich gerade. Obwohl, na, da sind sie ja schon. Ja, weil genau das ist immer das Nervige. Alle Gegner in dem gesamten Raum wissen natürlich jetzt, wo wir sind. Und das heißt, wir müssen jetzt gleich mal gegen alle Gegner kämpfen. Jetzt leg die einfach am Boden, Mann, und stirb dort. Bam. Bam. Nee, nicht alle so. Viel Leben, Mann. Das ist mal ein guter Blitz, macht keinen Schaden mehr. Leg dich mit einem Mann in deiner Größe an, mein Freund hier. So, obwohl ich dir eigentlich über dir. So. Darf ich einstecken? Dankeschön. So, Waffen wegstecken, Leben regenerieren. Es ist so schön, ich habe das Gefühl, seit dem letzten Update machen die das öfters. Weil früher haben die es ja nie gemacht und deswegen hatten die nie voll Leben. Und das hat richtig genervt. So, wir könnten jetzt hier gleich runtergehen, aber wir müssen da noch was finden, ne? Hoppala. So. Servus. Jemand da? Moin, moin. Moin, moin und hallo. Guten Morning. Gut, hier ist nichts und keiner ist da. So mag ich meine Räume. Dann gehen wir hier hin, in der Hoffnung, dass dort sich auch niemand befindet. Wir müssen eher einen Stock runter. Okay, was haben wir denn jetzt hier alles? Cool. Okay, meine Karte ist verschwunden. Ja gut, dann. Finde Kleidung, okay? Finde Kleidung. Aber alles ist einen Stock weiter runter. Ja, das ist scheiße. Okay. Ja, anstatt dass wir einmal hier schön irgendwie uns an den Gegnern vorbeischleichen können, müssen wir also doch im Endeffekt frontal da runterlaufen. Ja gut, dann schauen wir mal ganz kurz da unten, wie viel das sind. 1, 2, 3, 4. Ja, mal so ein halbes Dutzend wird da schon auf uns warten, oder? Aber hey, wir haben schon größere Kolosse besiegt. Wie geht's hier gleich nochmal runter? Ich hab doch hier gerade irgendwo eine Treppe gesehen, oder? Habe ich mir das eingebildet? Gut möglich. Ziemlich gut möglich, Mann. Der Maxi bildet sich in dem Spiel so viel ein, Mann. Na. Ja gut. Ich dachte, ich habe eine Treppe gesehen. Na, hier ist eine Treppe. Das ist sehr gut. Und. Britze. Komm. Ja, der ist ja eh schon fast down, Mann.
Bam! Jetzt noch ein Kombo und dann war's das. So, da hinten ist noch einer. Aber wir müssen uns erstmal die Kleidung holen und danach gehen wir hier zum Judge. Ich frage mich eigentlich, ob das eigentlich noch nötig ist. Ich meine, wir haben theoretisch genügend Unterstützung, aber wurscht. So, eine Tür, das ist gut. Das heißt, ich muss nicht speichern. Und dann legen wir los, Mann. Das wird ein harter Kampf werden, weil hier sind verdammt viele. Oh, da ist ja noch einer, Mann. Ich darf nicht gleich zu Anfang viel Leben verlieren. Aber dann gehen die Klops, gell, Mann. So, jetzt müssen wir unbedingt erstmal den besiegen. So muss immer der dicke Klopskerl auf mich gehen, Mann. Immer die Revolver schützen und die Klopskerle gehen immer alle auf mich, Mann. Alle Leichen gehen immer auf die da. Die Banditen, die man so schön besiegen kann im Einzelkampf, die gehen immer auf die anderen. Na okay, dann Rage Member. Rage! So. Bam, 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 bam. Oh Leute, Mann, ich bin Berserker, Mann. Berserk. So. Hab ich hier gerade der Scott geheilt? Ach, der Scott ist ja ganz lieber, Mann. Okay. Durch unseren coolen Berserk-Modus haben wir das mal wieder hier relativ gut geschafft. Hör auf damit, Mann. Kannst ja selbst Injektionsnadeln reinhauen, Mann. Außerhalb eines Kampfes Injektionsnadeln reinhauen. Was ist mit euch eigentlich schief, Mann? Ihr habt... Also, ich frage mich, wie die Menschen hier bis jetzt überlebt haben, wenn die so die Sachen angehen. Gut, sammeln wir das. Wenn ich darf. Oder soll ich den ausbluten lassen? Kein Gegenstand, das ist natürlich auch sehr schön. Hey, wo sind denn die? Ach so! Ach, ich komme von hier aus gar nicht dahinter. Ah, wir sind ja mal wieder lustig in dem Spiel. Stimmt, 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 okay. Ich hab den Humor in dem Spiel. Ich vergesse manchmal, dass das Spiel mal lustig ist. Das heißt, wir müssen jetzt erst da lang marschieren und dann da hinter, anstatt dass es da einfach hier einen Weg durchgibt. Der jemand, der die Gebäude hier gebaut hat, der könnte auch geschlagen. Ja! Ja! Es werden immer mehr, Mann! Wie viele Dutzend an Menschen sind es hier schon wieder, Mann? Okay, es ist das ASC-Hauptquartier, aber. Wir haben doch jetzt schon wieder ein Dutzend Menschen besiegt, Mann. Ich dachte, es gibt so wenig Menschen, Mann. Also, in ganz Sofia gibt es nicht so viele Menschen wie beim ASC. Das habe ich eh schon gelernt, Mann. Es gibt nur hier in diesen Untergrundhöhlen gibt es schon wieder 20.000 Menschen mehr, als es in ganz Sofia gibt. Und in Aurora. Und in Noctis. Und überall was. Und Mutanten. So. Siegt. Lootin, Mann. Eigentlich sollte ich sie alle ausbluten lassen. Sind doch eh nur ASC-Typen. So, nehmen wir das. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle beenden wir jetzt erstmal den Part. So wie ich das sehe, sind wir hier bei 18 Minuten. Und beim nächsten Mal versuchen wir dann hier weiter. Bis jetzt schlagen wir uns ja eigentlich ganz gut durchzukommen. Wir müssen den Sohn des Richters retten und das machen wir als erstes. Und dann kümmern wir uns hier um die Kleidung. Davor machen wir aber einen kleinen Cut und beim nächsten Mal starten wir dann weiter mit der Rettungsaktion. Bis dahin, haut rein, ciao.